Hey Spacken, ich bin's, der Weihnachtsmann. Wer es nicht glaubt, sofort Fresse dick und ab. Liebe Zusehende, oder wie wir bei der berittenen Gebirgsmarine sagen, Ahoi ihr Brausen. Es ist wieder soweit, unsere besinnliche Weihestunde sendet Grüße raus an unsere 3100 Soldatinnen und Soldaten in 17 weltweiten Missionen. Und natürlich euch daheim an. Herzliches Willkommen zu Darmdurchschuss unterm Lichterbaum. Es war ein gutes Jahr. Die Ampelhampel aus der Zivildienstbaracke wurden endlich einsichtig. Wir müssen kriegstüchtig werden. Und versprechen zum Fest eine glanzvolle Bescherung. Die Unterstützung der Ukraine stemmen wir aus dem Regelhaushalt, so wie wir es geplant haben. Und vor allem so lange wie nötig. Stichwort Nötigung. Wir werden die Ukraine weiter mit entscheidenden Waffen und Ausrüstung versorgen, solange wir können. Können. Nicht mehr nötig, sondern solange wir noch können. US-Präsident Joe Biden oder wie nur Freunde ihn nennen dürfen. Es gibt ein Leben nach dem Tod und so sieht's aus. Er vererbt uns zur Jahreswende eine Ruhebotschaft. Der Krieg ist zurück in Europa. Und der gehört bald uns ganz allein. Hohe Zeit also, einander zum Fest mit liebevollen Gaben zu bedecken. Wir empfehlen den Panzerkalender 24 oder Klassiker, den deutschen Militärkalender mit strammen Jungs von der Ostfront. Bestellen Sie auch die Loseblattsammlung 12 Krankenhäuser, unter denen sich Terroristen versteckt hatten. Und ein Geschenk, das immer wieder einschlägt wie Streumunition, unseren traditionellen Abreißkalender Beine. Frohes Fest. Wovon träumt Friedrich Merz eigentlich nachts? Klar, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Merz zöge mit über 30% ein, die SPD läge zerschossen bei 15%. Und womöglich reicht es dann für die Koalition zwischen Merz und seinem Hauptgegner, den Grünen. Das waren die Nachteile. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Im Vergleich zur jüngsten Wahl 21 würde die AfD sich auf über 20% verdoppeln. Die Linken wären weg und vielleicht reicht es noch für die Stiftung Wagenknecht und sogar die Freien Wähler. Mit anderen Worten, bis zu einem Drittel der Parlamentssitze gingen an Parteien, die dieses Parlament unausgesetzt schmähen. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Und wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten 2 Jahre. Das war CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Also das, was denkt, bevor Friedrich Merz dann doch wieder irgendwas anderes rausrutscht. Aber diesmal hat er zugehört. Und dass Sie dieses Paket dann mit der Vertrauensfrage verbinden. Ja, und so weiter. Das ist die Vanilleversion vom aktuellen AfD-Sprech. Und wenn man dabei erwischt wird bei der AfD-Abkupfern, dann muss man sich total aufregen. CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Es ist eine Unverschämtheit. Kurz vorher hatte Merz uns noch eines seiner berüchtigten Merz-Mails geschickt. Und darin taucht, Stichwort feuchte Träume, ein noch versauteres Wort auf. Staatspolitische Verantwortung. Du süße Sau. Also Merz feiert, dass er der Ampel mit der Klage in Karlsruhe das Tricksen ausgetrieben hat. Und wo wir schon mal dabei sind, staatspolitische Verantwortung, Friedrich, ist nicht, wenn man in der Halbzeit das Spiel abpfeifen will, weil man gerade mal 1-0 vorne liegt. Und staatspolitische Verantwortung ist erst recht nicht, wenn man eines billigen Vorteils wegen das Parlament seinen Gegnern öffnet. Ja. Klar, wenn das noch 2 Jahre so weitergeht, dann wird dann Markus Söder sagen, dass Henrik Wüst doch eigentlich auch ein geiler Freier ist. Und du, Friedrich, bist dann schon 70 und es wäre natürlich eine sehr melancholische Lebensbilanz, ein Leben für Angela Merkel. Unsere rüstige Jubilarin des Tages ist mausetot. Vor 60 Jahren gestorben, heute hieß Ruth Lee Jones. Ey, scheiße, was soll ich denn da noch raten, sagt jetzt der User. Aber hey, sie hatte einen Künstlernamen. Und sie hatte so Frickel-Jazz-Zeug, was ich nicht kann. Können Sie die Kamera wegschwenken, weil diese Hose rutscht ohne Gürtel? Sieht jetzt voll scheiße aus.